Ahoi Kapitän und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships. Diesmal in der Gneisenau, dem deutschen Schlachtschiff auf Tier 7, im Standardmodus gefahren. Die Gneisenau, hier ist sie, in der schwarz-rot-goldenen Tarnung. Tja, wer sich angucken will, wie ich sie ausgestaltet habe, bitte einfach auf die Pause-Taste klicken, wie immer. 19er Kapitän ist drauf, der ist auf Überleben geskillt hier. Ja, nun wollen wir mal gucken. Colorado, Gneisenau, König, Giulio Cesare, Kongo, Shashi, Leander, Königsberg, Furutaka, Kirov, Miko, John und eine Akatsuki im Gegenteam. Also ein 5er, 7er ohne Flugzeugträger, nur ein DD und jede Menge Kreuzerchen. Ja, das ist natürlich klasse, oder sagen wir mal, es wäre klasse, wäre die Gneisenau nicht so eine Schrotflinte. Also, es gibt, glaube ich, relativ viele Spieler, die sagen, oh, Gneisenau muss ich nun gar nicht haben. Ja, es ist so, wie soll ich sagen, also auf Max Range trifft man mit ihr so gut wie gar nichts. Und ja, wenn man ranfährt, wird es natürlich besser. Aber man kann halt auch nicht bei jeder Gelegenheit immer ranfahren, weil dann ist man auch ganz schnell raus. So, was machen meine Jungs und Mädels hier? Kommen auch langsam in die Gänge. Also es ist ein Standardmatch. Geht natürlich wieder darum, Basis verteidigen. Und es geht darum, einfach ein bisschen defensiver eingestellt zu sein als der Gegner. Ich kann mich da immer nur wiederholen. Das Team, das angreift, das wirklich pusht. Ich habe so das Gefühl, dass das ist, das am meisten Probleme hat. Oh, und unser Königsberg hier, unsere Pinke. Wenn der da reinfährt. Also jetzt hier im mittleren Bereich ist im Moment aus meiner Sicht absolute Todeszone. Was auch ganz spannend ist, die Spieler orientieren sich im Standardgefecht auf dieser Karte eigentlich immer in diese Cap-Bereiche, obwohl es da gar nichts zu cappen gibt. Aber das sind die typischen Bereiche, in denen natürlich die Kämpfe stattfinden. Klar, da muss man dann hin. Aber man muss da eben auch nicht unbedingt wirklich rein. So, und jetzt unsere Königsberg. Ich kann nur hoffen, dass der da nicht wirklich reinfährt. Genauso wie ich hoffe, dass unsere Königsberg und die Mikojan, die hier vor mir sind, nicht da reinfahren. Denn das ist tatsächlich eine echte Problemzone aus meiner Sicht. Hier die 9er, 10er Linie, wer da erstmal reinfährt, gerade auch als Schlachtschiff, der hat einfach das Problem, dass ihm die Manövrierbarkeit fehlt und ja, da hängst du dann schnell mal. Oh, da haben wir Shoshi. Na, der ist aber ganz langsam unterwegs. Wenn wir mal gar nicht so weit vorhalten, wenn er da jetzt nach vorne fährt. Ja, und unser Königsberg ist da wirklich reingefahren und der fährt gar nicht nach vorne, der bleibt da einfach stehen. 1160. Ja, man hat aber auch die Streuung jetzt gesehen. Wow. Okay, also ich fahre hier noch weiter ran. Und unser Königsberg, der fährt nicht mehr. Tja. War absehbar. War absehbar. Absolute Todeszone da. Und wenn ich mir das auf der Minimap angucke, dann kommt hier eine ganze Menge. Oh Mann. Drüben sehe ich nur die Colorado, Furutaka und die Akatsuki. Und das ist wichtig, dass ich die sehe. Dann weiß ich, dass hier vor mir kein DD ist. So, auf Shoshi komme ich nicht mehr, aber Shoshi hat mich auch einmal kurz gesehen. Ja, soll er haben. So, dann wollen wir mal gucken. Giulio mal einen verplätten, wenn es geht. Oh, aber auch da, die Streuung ist einfach da. 2320, na gut. Was sehr gut ist, dass meine beiden Kreuzer hier tatsächlich abgebremst haben und da nicht reingefahren sind. Weil wer da erstmal drin ist, kommt da so schnell nicht wieder raus. Es gibt zwar diesen kleinen Kanal jetzt hier zwischen den Inseln, aber ich denke, oh, da kommt noch eine Königsberg. Ja, dann. Ich denke, den Kanal sollte man ruhig den anderen überlassen. Da muss man nicht unbedingt hin, weil um da reinzukommen, muss man auch irgendwann Breitseite zeigen. Und da ist Shoshi wieder. Und Shoshi ist wieder ganz langsam unterwegs. Und dann versuchen wir es ein zweites Mal. Jo, und diesmal gibt es dann auch 16-5 und einen auf die Zitadelle und das wird sich Shoshi jetzt wohl überlegen, ob er dann nochmal so langsam ranfährt. So, und Königsberg bleibt lieber hier. Er fährt da jetzt zwar angewinkelt auf die zu, aber so,
Ich werde es nochmal versuchen. Oh, wow. Ja, aber wenn ich mir angucke, die Streuung. Oh. Also hinter Kreuzern hinterher schießen ist mit der Gneisenau wirklich, tja, nicht einfach, um das mal vorsichtig auszudrücken. Na, dann nehmen wir doch mal die Königsberg jetzt hier. Oh, und da geht Julia nochmal auf. So, und jetzt hat unsere Königsberg, das tatsächlich auch immer noch im Spiel ist, so langsam aber sicher ein Problem. Ja, und das ging alles dran vorbei, wieder mal. Ich werde mich jetzt mal hier ein bisschen auch in Bewegung setzen. Nur rumstehen ist auch langweilig. So. Versuchen wir noch einmal auf die Königsberg, weil bevor ich auf Schlachtschiffe schieße, versuche ich natürlich erstmal Kreuzer zu treffen. Aber das ist wirklich jetzt hier mit der Gneisenau auf diese Entfernung, ja, und auch das geht komplett vorbei, ist wirklich fast unmöglich. Oh, und die Gneisenau schießt HE. Naja, dann. Und unsere Königsberg hat es tatsächlich in den Kanal geschafft. Ja, jetzt musst du aber auch sehen, dass er da wegkommt. So, Giulio. Die anderen haben zwei Kreuzer verloren bis jetzt. Wir haben einen Kreuzer verloren. Unsere Königsberg. Jo, und Giulio 2302. So, und die sind jetzt mit vier Schlachtschiffen hier. Giulio, Gneisenau und diese beiden, die da jetzt um die Ecke kommen. Ja, da muss man natürlich jetzt mal sehen, dass wir uns hier ein bisschen anders positionieren. So, nochmal hier auf die Gneisenau. Und die sollen jetzt ruhig sehen, dass ich wegfahre. Aber ich fahre natürlich nicht weg. Ich will jetzt nur ausgehen. Das dauert jetzt halt den Moment, bis die mich nicht mehr sehen. Die sollen ruhig sehen, dass ich jetzt hier abhau. Und sobald ich zugehe, drehe ich und fahre vor der Insel durch. So. Da sind wir zu und jetzt heißt es hier vor der Insel durch, Türme drehen, denn das ist hier ein Top-Tier-Schlachtschiff, also wir sind Siebener im 5er-7er-Match, ein deutsches Schlachtschiff, das gehört eigentlich ganz nach vorne. Tja, unser Mikrojan haben wir verloren, der ist vielleicht ein Stück zu weit nach vorne gefahren. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt hier nach vorne fahre, also, so ein Überschiff ist die Gneisenau einfach nicht, dass sie dagegen vier Schlachtschiffe, die dann auch noch im Hintergrund von zwei Kreuzern unterstützt werden, so einfach bestehen kann. Das funktioniert nicht. Das Einzige, was wir jetzt hier machen können, meines Erachtens, ist, die anderen hier aufhalten, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass die jetzt hier reinfahren in diesen Kanal. Das wäre eigentlich optimal. Weil wer in den Kanal reinfährt, der ist wirklich in der Manövrierbarkeit eingeschränkt und den trifft man dann besser. Ja, 1160, super. Also 12 Kilometer, da sollte man wirklich mit dem Schlachtschiff schon deutlich besser treffen. Ein Giulio beispielsweise hätte da jetzt wahrscheinlich deutlich mehr Schaden gemacht auf die Gneisenau. Aber wir versuchen das natürlich nochmal. So, auf Relinghöhe gehalten, dass das in die Aufbauten reingeht. Na gut, 8-8, das ist ja schon mal ganz ordentlich. So, da kommt was von Giulio. Ja, und das sind auch schon wieder 6000. So, jetzt werde ich hier einfach mal ein bisschen langsamer werden. Denn jetzt ist tatsächlich Giulio reingefahren. Und die Gneisenau ist da reingefahren. So, Giulio. Da werden wir mal auf Wasserhöhe halten. Jo, und da gibt es mal 17-7. Ja, und er schafft es aber auch. 10.000. Hm. Okay. Tja, und unsere King George macht jetzt genau das, was man aus meiner Sicht eben nicht machen sollte. Die fährt da rein. So. Selbe Stelle nochmal anvisieren. 2.000. Hm, okay. Ja, die King George erlebt jetzt... Och ja, und Königsberg, was du da gemacht hast, sollte man auch gar nicht machen. Stehen bleiben. So, und Shorshi ist da durch. Ja, und unsere Piotr Veliki, der steht hier die ganze Zeit nur hinter der Insel und macht gar nichts. Also wirklich gar nichts. Der kann auch niemanden beschießen von da, oder was? So, also erstmal wollen wir jetzt sehen, dass wir hier Shorshi aus dem Spiel nehmen. Denn wenn der anfängt, HE zu schießen, ist das eine richtig gefährliche Nummer. So,
2 auf die Zitadelle und Shorty ist weg. Ja, und diese Piotr Veliki ist wirklich irgendwie so ein bisschen fehlplatziert. Ich werde jetzt hier wieder drehen. Da sind immerhin noch die 4 Schlachtschiffe und die Königsberg. Und ich werde den mal anpingen, dass der mal so ein bisschen in die Gänge kommt. So, kann hier auch gleich wieder hochheilen. Trento hat die Colorado rausgenommen. Okay, wir haben 5 verloren, die anderen haben jetzt auch 5 verloren. Und deswegen ist es absoluter Punkt Gleichstand. So, unsere New York ist nach oben ausgewichen. Ja, besser als sich da auseinandernehmen zu lassen. Waffen sind gedreht, entdeckt bin ich auch. Und Giulio, oh, jetzt ist der aber auch mal breitseitig. Ja, dann hauen wir doch da mal die Breitseite raus und 4 zielen. Ich weich aus. Jo, Giulio weicht gar nicht mehr aus. Zitadelle, weg ist er. So, also. Jetzt nach oben so ein bisschen hier angewinkelt raus. Und zur Not fahre ich halt auch um die Insel rum. Das ist ja gar nicht weiter schlimm. Oh, breitseitige König. Ah, mal gucken. Da hinten, der Gneisenau, geht es auch nicht mehr so richtig gut. Oh, 1160 auf diese König, ja. Das ist halt Wundertüte, Gneisenau. Mal haust du den Jungs eine Zita rein und dann wieder schießt du komplett am Ziel vorbei. Na, ah, und die Gneisenau will auch mit der ganzen Bewaffnung schießen, also dreht komplett rein, um auch mit dem hinteren Turm schießen zu können. Mach mal. Jo, und da haben wir ihn. Oh, und die Akatsuki drüben ist auch raus. Ja, jetzt ging das aber ganz, ganz fix. Und auf einmal sind die anderen nur noch zu dritt. Und wenn ich das auf der Minimap mir angucke, die Königsberg fährt da auf unsere Piotr Veliki zu. Und ich würde jede Wette abschließen, dass bei dem Spieler gleich Torps einschlagen und die Königsberg diese Piotr Veliki auch noch raustorbt. Tja, wer die ganze Zeit nur hinter Inseln steht und nichts macht, der ist halt wirklich kein guter Spieler. Und da kann sowas schnell mal passieren. Wollen wir mal gucken. Wir werden jetzt hier natürlich drücken. Also, auf die wegfahrende König. Und er braucht Unterstützung. Ja, na klar, da kommt das Überschiff Königsberg. Deswegen braucht er Unterstützung. Alter Schwede, den musst du mit der Piotr Veliki doch aus dem Wasser husten. Naja. So, die König hier schießt HE. Gut, kann man nachvollziehen. Ist 2 Tierstufen tiefer. Und ich fahre direkt auf ihn zu. Also insofern, ja, warum nicht? So, da ist die Königsberg. Ja. Und wie erwartet, greift die Königsberg tatsächlich jetzt auch Piotr Veliki da hinter der Insel an. Naja, dann mal los. Ich bin gespannt. Ah, also die Torps hat die Königsberg auf jeden Fall schon mal rausbekommen. Die laufen da, das kann man ja schon mal sehen. So, jetzt hat er einen kleinen gefangen. Ja, aber Piotr Veliki ist raus. Das war so absehbar, unfassbar. Okay, also 6 gegen 3, sieht aber immer noch ganz gut aus. Tja, 1160, das sieht jetzt nicht so gut aus. Ein durchgeschlagenen und ein Abpraller. Hm. Ich muss da einfach näher ran, aber ich komme auch näher ran, weil ich bin nun mal schneller als dieser König. Ja, da hat er mir einen Brand verpasst, ist mir egal. Oh, der scheint jetzt abzudrehen. Der haut nicht mehr im offenen Wasser ab. Der will wohl hinter die Insel. Na, mal gucken. 3-8. So, hinteren Turm noch raus. Ich werde auch gar nicht löschen. Ich werde nur hochheilen. Ja, das sind nochmal 5000. So, die New York hat die Königsberg jetzt rausgeschossen. Na, jetzt sind die anderen nur noch zu zweit. So, mal gucken. Vorderen Türme über die Insel auf die König. Boah, gut, 6-1. Aber ich werde dem da jetzt gar nicht weiter folgen. Also, mit dem da um die Insel. Und da ist auch die Kongo. Nee, dann fahre ich hier jetzt durch. Also, wenn ich da hinten um die Insel rumfahre, vielleicht, wenn ich jetzt hier durchfahre, kann ich tatsächlich auch nochmal torpen. Und vielleicht komme ich auch so nah ran, dass meine Secondary jetzt endlich mal arbeiten darf. Aber bislang war das einfach nicht möglich. Man hat ja gesehen, als unser King George gesagt hat, ich fahre hier rein, wie schnell die dann gefokust war und wie schnell sie raus war. Das waren nur wenige Sekunden. So, Kongo. Nur die vorderen Türme.
Inselsymbol ist aus. Dann wollen wir doch mal von der Seite drauf. Ja, jetzt sieht die Königin natürlich auch, dass ich hier komme. Ja, und wieder einmal Wundertüte Gneisenau. Keinen Treffer auf die Kongo. Wow. Okay, so. Nachladen, bevor er hinter der Insel verschwindet. So, dann geht das nochmal raus. Und oh, was für eine Streuung. Wow. Ja, 6000. Kann man ja schon mal froh sein, wenn man überhaupt trifft. Bei der Streuung, kurz nachdem die Geschosse die Rohre verlassen haben, gehen die schon richtig auseinander. So, und jetzt habe ich hier ein Problem. Und zwar habe ich ein Problem mit der Mikojan. Ich kann nicht torpen. Oh Mann. Okay, also vordere Türme auf die König. Jo, und da gibt es den Großkaliber. Ja, und jetzt würde ich natürlich gerne torpen. Aber er ist nicht. Kann er jetzt hier nicht torpen und unser Mikojan fährt mir in die Torps. So, die Trento ist raus. 5 gegen 2. Oh, aber der Kongo geht's auch nicht mehr gut. Mayhem hat sich jetzt runtergebrannt. Und da laufen auch schon die Torps von der Mayhem. Ja, so, jetzt ist die Frage, fahre ich jetzt hier hinten rum oder fahre ich vorne rum? Wie fährt der? Der scheint da reinzufahren. Okay, dann fahre ich jetzt hier hinten rum. Und ja, jetzt laufen auch die Torps von der Mikojan. Also jetzt wird es eng für mich, da noch Schaden zu machen. Aber durch die Mayhem-Torps kommt die König durch. So, und ja, aber da ist das Thema dann jetzt für ihn durch. Okay. Tja, das waren jetzt 132.395 Schaden. Bei 5 Zitadellentreffern, 57 Zieltreffer, 3 Schiffe haben wir zerstört. 7-mal haben wir mit der Secondary jemanden getroffen und den Großkaliber haben wir bekommen. Ich glaube, man konnte relativ gut sehen, dass die Gneisenau zwar richtig gut austeilen kann, aber auch richtig gut daneben schießen kann. Obwohl man im Zweifelsfalle genau auf dieselbe Position des Gegners gehalten hat, wie in der Salve zuvor. Also, naja. 1779 bringt uns auf Rang 1 mit genügend Abstand. Ja, das ist doch auch eine schöne Geschichte. Und dann gucken wir hier nochmal. Ja, Giulio versenkt. Georgi versenkt. Gneisenau versenkt. König 33.000 abgenommen. Und der Kongo 6.000 abgenommen. Das war's auch schon. 132.000 auf 5 Schiffe. Potenziellen Schaden haben wir 1,5 Millionen bekommen. Also man kann nicht sagen, dass wir uns hier mit der Gneisenau irgendwo hinten versteckt haben. Das ist doch eine ganze Menge. Aber wie gesagt, man muss einfach in dem Moment, wo so starke Übermacht an dieser Position ist, nicht YOLOen, sondern abwarten und dann austeilen. Also das war das Gefecht mit der Gneisenau. Wenn es dir gefallen hat, gib dem Video doch einen Daumen hoch. Abonnier den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Auch ganz wichtig, gleich die Glocke mit aktivieren. Schau auch gerne mal live auf Twitch rein und informiere dich über die Kanalmitgliedschaften, die es hier auf YouTube gibt. Bronze, Silber, Gold. Unten auf Mitglied werden klicken und dann bekommst du Infos. Tja, ich hoffe, du hattest viel Spaß an dem Gefecht und schreibst jetzt in die Kommentare, was du so von der Gneisenau hältst. Ja, und dann freue ich mich aufs nächste Mal.